Dschungelcamp 2023, Jamila Rowe die neue Dschungelkönigin. Seit Sonntagabend, 29. Januar, gibt es eine neue Dschungelkönigin. In der 16. Staffel der RTL-Show Ich bin ein Star, holt mich hier raus, auch bei RTL Plus, hat sich Jamila Rowe, 55, die Krone geschnappt. Obendrauf gibt es noch ein Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro. Im Finale, ganz ungewohnt am Sonntagabend, kämpften noch drei Stars um die Dschungelkrone: Lukas Cordalis, 55, Gigi Birofio, 23, und Jamila. Vor allem Gigi und Lukas sind in den letzten Tagen des Öfteren aneinander geraten. Gigi schien das Thema auch im Finale nicht loszulassen und er ging sofort wieder auf Konfrontationskurs. Er wiederholte den Vorwurf, dass Lukas nicht echt sei und sich nicht für die anderen interessiere. Doch der Ehemann von Daniela Katzenberger, 36, ließ sich nicht provozieren. Während Jamila zu Beginn des Finales mit ihren Ängsten zu kämpfen hatte, war Gigi im Kämpfermodus. Lukas wiederholte seinen Traum, er wolle Geschichte schreiben und neben seinem verstorbenen Vater Costa Cordalis, 1944 bis 2019, auf der Liste der Gewinner stehen. Nach einem herzlichen Abschied von Cosimo Ciciolo, 41, und Jolena Mennen, 30, die einen Tag zuvor rausgewählt wurden, waren die drei schließlich allein. Es dauert nicht lange, bis die Finalisten zum Dschungeltelefon gerufen wurden, dort wartete schon die letzte Prüfung, die sie alle einzeln antreten mussten. Sie hatten die Wahl zwischen korrekt, krass und stabil. Jamila entschied sich für korrekt und durfte als erste ran. Sie kämpfte um die Vorspeisen für ihr letztes gemeinsames Dinner. Doch schon vor der Prüfung flossen bei ihr die Tränen. Doch sie sei stolz hier zu stehen, allerdings habe sie auch Angst. Jamilas Dschungelprüfung, das Glas Aquarium, ein absoluter Klassiker im australischen Busch. Sie musste ihren Kopf von unten in ein Aquarium stecken und wurde mit Taucherbrille und Schnorchel ausgestattet. Zuerst füllte sich der Glaskasten mit Wasser, danach sollten alle Handtiere folgen. Doch schon das Wasser machte ihr zu schaffen, sie zog die Notvorrichtung. Ich habe ganz viel Wasser in den Mund bekommen. War wohl nix, so die 55-Jährige sichtlich enttäuscht. Auch beim zweiten Anlauf musste sie aufgeben. Diesmal sei Wasser durch die Nase gekommen. Deshalb musste die geknickte Jamila mit 0 Sternen abziehen. Damit gab es auch keine Vorspeisen für die Stars, zudem fiel das Godi und ein Getränk für die 55-Jährige ins Wasser. Enttäuscht ging sie ins Camp zurück und erklärte den anderen beiden, dass sie die Aufgabe nicht geschafft habe. Doch die beiden munterten ihre Mitstreiterin auf. Die Frau hat schon genug bewiesen. So Gigis Meinung. Sie sei die stärkste Frau, die er kennenlernen durfte. Als nächster war Gigi mit Krass dran, der ein äußerst ekliges 5-Gänge-Menü vorgesetzt bekam. Auch diese Aufgabe kennen Dschungelfans, 10 Teller in 5 Gängen werden ihm angeboten. Der erste Teller war immer eine leckere Versuchung, auf dem zweiten kam das, was er essen musste, um einen Stern abzustauben. Den Antipasti-Teller starrte er erst lustvoll an, entschied sich aber dann doch für die Seegurke mit Fischleim. Lasterin, feuerte Sonja Zietlow, 54, den würgenden Gigi an und es zeigte Wirkung. Er behielt alles drin. Auch den Cäsarsalat winkte er sichtlich unter Qualen weiter. Danach stand Schweineuterus auf dem Speiseplan. Zum Glück wusste Gigi nicht, um was es sich dabei handelte, nichtsdestotrotz bekam er es nicht runter. Das Godi war damit weg. Statt einer Lasagne gab es einen Sandwurm, der vom 23-Jährigen gemeistert wurde. Den Brofni mit frischen Früchten schob er weg, es kamen zwei Ziegenaugen. Trotz Würgen landeten sie am Ende in seinem Magen. Damit waren ihm, Jamila und Lukas die drei Hauptspeisen sicher. Statt einer Cola versuchte sich Gigi an einem So-Strömming-Cocktail, fermentierter Fisch. Doch auch daran scheiterte er letztendlich. Damit musste er sich von seinem Lieblingsgetränk verabschieden.
Zurück im Camp hieß es bei ihm erstmal Zähne putzen. Danach blieb nur noch Lukas übrig, der bei Stabil um die Nachspeise kämpfte. Der Sänger musste es sich zwischen zehntausenden Tieren in einem gläsernen, oben geöffneten Sarg gemütlich machen. Zwischen Mehlwürmern, Kakerlaken und Ratten musste er Sterne mit seiner Zunge von einer Gewindstange abschrauben. Es hat mich richtig viel Kraft gekostet, ruhig zu bleiben, auch Zungenkraft, so Lukas am Ende. Nachdem er 4 Sterne ergattert hatte. Damit gab es 3 Desserts für alle und ein Getränk für den Sänger. Insgesamt hatten die 3 Finalisten 7 Sterne erkämpft. Papa hat geliefert. Fasste Lukas seinen Erfolg zusammen. Ein festlich gedeckter Tisch wartete schließlich auf die Finalisten. Lukas hatte zudem sein Lieblingsgetränk, Bier. Jamila genoss ihre Spaghetti Bolognese. Lukas ein Steak und Gigi Penne Carbonara. Danach gab es noch Schokoeis mit Sahne und Erdbeeren. Eine Käseplatte mit Weintrauben und Crème Brûlée. Die Streitereien der vergangenen Tage schienen kurzzeitig vergessen zu sein. Genüsslich teilten und freuten sich die 3 über ihre gewonnenen Köstlichkeiten. Doch die Idylle hatte ein jähes Ende, als Zitlo und Jan Köppen, 39, ins Camp kamen. Um zu verkünden, wer auf dem 3. Platz gelandet ist. Doch davor konnten die Stars nochmal an ihre Fans appellieren. Für sie anzurufen. Für Lukas hatte es am Ende nicht gereicht, er wurde 3. im Dschungelcamp 2023. Die Menschen haben es erkannt, freute sich Gigi sofort. Dass er nicht so ist. Wie er immer tut. Währenddessen konnte es Jamila nicht glauben, weiterhin im Finale zu stehen. Nach einer weiteren Aufrufrunde der 2 letzten Promis sollte die finale Entscheidung fallen, Jamila ist die Gewinnerin. Mir ist schlecht. Lautete ihre erste Antwort und schon flossen die Tränen. Ich habe nicht mal ein Taschentuch. Anführungszeichen. Wirklich vorbei ist der Dschungelspaß für Fans des Formats aber noch nicht. Bereits am Montag, 30. Januar, wird ab 20.15 Uhr bei RTL Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Das große Wiedersehen ausgestrahlt. Im Baumhaus treffen sich dabei alle Dschungelstars wieder, sie feiern die Dschungelkönigin 2023 und blicken auf ihre gemeinsame Zeit in Down Under zurück.